Was? Der ist hier komplett durch. Das und passiert irgendwann, ne? Ja, guck mal, du siehst das richtig. Guck mal, weißt du, was geil ist? Guck mal, hier ist ja richtig schön schwarz eigentlich gewesen. Aber siehst du das hier? So, hier war noch so ein Plastik-Eidosch. Und die Sonnenstrahlen kommen so. Siehst du diesen Schatten hier? Krass. Warte mal, ist das auch Stoff hier, diese schwarzen Stellen? Gehört auch. Ja, ja, das gehört auch dazu. So, das müssen wir jetzt schnell machen. Also wir machen das komplett ab. Ja. Und neu. Genau. Wir machen das komplett neu. Weil wir haben ja so einen Stoff. Du kannst das doch eh, ne? Hier, so ein Stoff. Das ist ja dieser Stoff hier. Siehst du ja hier, guck mal. Hier siehst du das richtig schön. Das ist ja fast schon gleich. Der Stoff hier. Komm ja, mal. Also das würde gut passen. Ja, ich habe da natürlich neu bestellt. Das machen wir neu. Ich hab 4 Meter bestellt, warum auch immer. Vielleicht machen wir ja irgendwas damit. Mit was gehst du da dran? Mit einer? Ah, ich sehe schon. Muss ja richtig blank sein dann, ne? Ja, aber das sieht man ja. Ja, sonst würde man das doch kühlen wahrscheinlich, oder? Kann ich dir helfen? Ich mag das schon selber, Eidosch. Ich will ja nicht, dass du dich hier abarbeitest. Ne? Aber meine Massage habe ich schon verdient. Ja, ja. Aber was soll ich in der Zeit machen? Hast du eine Idee? Nein, ich habe gesagt, ich kann dir mithelfen. Ich habe nicht gesagt, ich übernehme das komplett. Nein, Quatsch, ich lasse dich doch nicht mehr arbeiten. Oh, du bist aber nett heute. Ne, stell dir mal vor, ey, du machst das und ich trinke Kaffee oder so. Kann ich mit meinen Gedanken hier nicht vereinbaren. Also, Kaffee schmeckt echt. Ich dachte, ich soll das nicht machen. Ja, du hast doch gesagt, du willst machen. Du machst das echt gut. Eidosch, aber machst du genug? Oh. Machst noch für mich wieder hier, bitte, ja? Kaffee schmeckt gut, Eidolf, ne? Also du musst echt mal nach dem Dreh, musst auch mal einen Kaffee probieren. Krieg ich auch eins? Kannst du mir einen machen? Sorry, ich hab nur 2 Hände. Was soll ich Kameramann spielen? Was geht doch nicht. Und Kamera ist sehr, sehr, sehr schwer hier, ne? Ja. Ey, mach vernünftig hier, das geht nicht hier. Ist jetzt runter, Eidolf, kannst du mal erklären, was wir machen hier? Wir wollen das neu beziehen. Ja, das heißt, wie machen wir das? Erst alles ab. Dann alles ab mit Drahtbürste. Richtig sauber machen. Ja. Sprühkleber drauf, leicht antrocknen lassen und dann natürlich müssen wir vorher schneiden den Stoff. Und ja, dann wird das schön überall. Ja gut, erst machst du jetzt diesen Schritt. Genau. Dann rufst du mich, ich trinke meinen Kaffee zu Ende. Lass dir Zeit. Das tun wir wieder weg. Hier kannst du wieder da rein tun. Also das krieg ich nie in den Leben rein. Natürlich kriegst du das da rein. Guck doch, perfekt. Sicher ist sicher, sagst du, ja? Na klar. Hier darf nichts drunter sein. Also, spart nicht. Kommt drauf. Wie das nach oben spritzt alles. Ja. Guck mal, wie das schon klebt, ey. Ja, ich muss ja gucken, dass wir auch hier schön mittig sind. So. Weil hier brauchen wir nicht mehr so viel. Nein. So, jetzt machen wir die Seite, klar. Warte. So. Sehr, sehr gerne. Ich hab
noch was im Finger. Du musst das rausziehen. Was hast du? Du brauchst eine schöne Schere. Hast du eine da? Ja, ich habe so eine Schere, mit der ich das gut mache. Ja, die kannst du ja schon mal holen. Die haben sie jetzt gesehen, wie das geht. Genau. Kannst du schon mal holen gehen. Mach ich. Ja? Dann sage ich mal bis gleich. Oh, geil! Das ist geil geworden. Wow, das ist ja schon ein bisschen was gemacht. Aha, guck mal, siehst du? Das meine ich, wenn man innen drin macht, ne? Kann man das schön umknicken. Das kann man dann schön umknicken, das klebt dann sofort. Oh, hier habe ich vergessen. Das ist dann echt, dann sieht man das nicht und dann sieht es echt sehr, sehr original aus. Original? Ja, aber da muss man echt gut, gut schneiden. Ich dachte, ich sollte schneiden. Ja, aber das musste ich schneiden, leider, ganz schnell. Hm. Ne? Extra meine Spezialschere geholt. Ja, du kannst ja jetzt noch tausend andere Sachen, was du schneiden kannst. Na dann. Das ist ja echt keine Arbeit, also das wollen wir jetzt auch nicht dramatisieren. Wie gesagt, wer weiß, vielleicht machen wir ja noch ein paar andere Sachen. Ne? Ich werde den auch schnell wieder zusammenbauen jetzt gleich. So. Aber sieht doch schon mal gut aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt nur die ganzen Schrauben rein. Sieht schön sauber aus, wieder neu. Aber was ist denn das für ein Strick? Das war wegen dem Gummi, ne? Ja, ah, das kommt wieder raus. So eine Druckstelle, ne? Ja, wichtig ist, dass wir das jetzt schön haben. So, der Rest macht Eidosch. Eidosch macht das jetzt schön ausschneiden, alles. Hier die Kleinarbeiten. Die Feinarbeiten machst du jetzt. Feinarbeiten, genau, hört sich besser an. Ich habe Kleinarbeiten gesagt. Ja, ja. Aber Feinarbeiten ist besser. Feinarbeiten ist besser. Wie lange wird es dafür gebraucht? Eine Stunde? Ja, mit ungefähr. Abziehen, sauber machen? Ungefähr. Ja, und jetzt sieht das so aus. Guck dir das an. So handmodelmäßig. Das ist geil. Also manchmal mit wenig Arbeit, mit wenig Aufwand, wie hübsch man sowas machen kann. Guck mal, wie das aussieht, das ist wie neu. Ja. Wie neu. Und das Geile ist, es fühlt sich auch schön an. Mhm. Ja, alles passt, alles ist super. Also ehrlich, hier Stoff. 1,7 mal 4 Meter habe ich bezahlt, 58 Euro. Das ist nichts. Und ich habe dann noch, ja, könnte noch zweimal Dachhelme beziehen, ehrlich. Plus A- und C-Säulen. Die B-Säule ist ja schwarz hier. In diesem Video soll es ja nicht um die Hutablage gehen. Wir machen natürlich was anderes. Das machen wir jetzt nebenbei gemacht. Das ist, ne? Ja, es ist doch so jetzt nicht. Ja, so hätte ich das niemals eingebaut. Sorry. Das geht gar nicht. Ja, weil die Farbe, weißt du, was das für eine Farbe ist? Das ist so eine Farbe, das simuliert, dass dein Auto alt ist. Und mein Auto ist nicht alt. Er fühlt sich nicht alt an. Und deswegen passt sowas nicht. Das ist geil. Ich sag dir, da wird der locker nochmal 5 PS dazu haben. Also, die fahren zurück und dann bauen wir das schnell ein. Okay. Alter, achte mal, wie geil das hier aussieht. Das Auto, ganze Auto sieht richtig gepflegt aus. So, ne? Ja, so sieht sehe man ich das so? Siehst du so das jetzt? Das. Ja, war doch jetzt nicht viel Arbeit, ne? Nein, total. Ich fand's auch. Easy. Finde ich auch. Natürlich! Also hinten haben wir jetzt geändert. Jetzt will ich Innenraum auch noch was ändern. Was denn? Hä? Was willst du denn ändern? Zeig ich dir gleich. Lass erstmal rein. Was ist das? Das bauen wir auch noch ein. Wow. Mit Kabel alles drum dran. Also ich finde dieses Lenkrad auch nicht schlecht. Ich finde auch das Radio sehr schön. Aber ich finde, bei einem E39 brauchen wir einen größeren Display. Und nein, ich werde hier keinen Android-Radio reinmachen. So, einmal. Und dann... auch ab, okay, die ging gut ab. So eine Blende, diese Blende müssen wir erstmal machen. Damit das Radio überhaupt rausgeholt werden kann? Genau, oder? Mechanismus hier.
Den musst du nach hinten. So, zack. Geht der hier ab. Und das gleiche machen wir auch hier. Und zack. So, als wäre das eingehakt irgendwie. Ja, ja. Das Ding ist, das Ding ist auch aus Metall. Aus Blech, Alu, keine Ahnung. Voll geil. Und wurde natürlich hier einmal komplett. Ja, ob das jetzt Farbe ist oder was bezogen ist oder ob das echt Holz ist, glaube ich, echt Holz drauf, ne? Keine Ahnung. Dann haben wir nochmal 1000 Schrauben, die wir abmachen müssen. Dann haben wir auch noch eins. So, und das war's schon. Jetzt machen wir den raus. Dann zwei Stecker. Dann machen wir den mal rein. Guck mal, der passt auch, Plug and Play. Jetzt hier, das Gute dran, hier brauchen wir nur noch zwei Schrauben. Ah, ja, gut. Anstatt die 1000 Schrauben davor. Zack. So, guck mal, wie das jetzt aussieht. Sieht doch stimmiger aus, ne? Auf jeden Fall, das passt gut rein. Ja, und das gucken wir gleich, ob es funktioniert. So, jetzt bauen wir Airbag schnell aus und das Lenkrad. Weil das bauen wir jetzt auch aus und danach werden wir die Batterie wieder anschließen. Mhm. Wie gesagt, Airbag arbeiten nur geschultes Personal und auf jeden Fall Stunde Batterie abklemmen. Sicher ist sicher. Kann man auch das Lenkrad einfach so machen? Ich weiß es auch nicht. Also ganz ehrlich, ich habe es auch noch nie gemacht. Ne, ich habe es schon mal gemacht. Ein bisschen Spannung. So, was haben wir da? 16er? Könnte hinkommen. War der denn so locker? War der locker? Der war locker. Also in meinen Augen war der jetzt locker hier. Das ist auch schön, das ist auch jetzt vorteilhaft. Wir können jetzt direkt auch Spureinstellungen machen. Ja. War Spaß. Aha. Perfekt, ne? So, die Stecker. Guck mal hier durch. Ja, ja, genau so schief war der ja. So, jetzt machen wir den rein. Dieser Stecker passt. Der sieht aber auch schon schön aus, wenn man jetzt sofort hier. Ich dachte sofort, wow. Ja, und ich bin jetzt gespannt, weil die anderen haben nicht geleuchtet. Mal gucken, ob die leuchten. Okay, Loctite ist drauf. Das einmal. Mhm. Zweimal. Das war's, Eldosch. Geschafft. Geschafft. Vorsicht, ich mach Batterie wieder drauf. Ja. Wieso Vorsicht? Hey, Eldosch. Was ist? Nichts. Leuchtet da was? Nee, leuchtet nichts. Aber guck mal das hier an. Es geht. Der funktioniert. Oh, wir können hier fernsehen. Gemeinsam mit Santana. Als die Musik dann losging, in die Augen gefasst und. Das Lenkrad sieht hammergeil aus. Aber müssten diese Leuchten eigentlich auch leuchten? Ja, das hat er komischerweise auch nicht gemacht. Aber du siehst ja, es funktioniert ja. Ja. Also es funktioniert. Aber das Lenkrad ist kleiner als der andere, oder? Ja, ja, klar. Aber irgendwie funktionieren die Lichter nicht. Keine Ahnung warum. Lichter funktionieren nicht, aber guckt euch mal diesen Unterschied an, ne? Das ist Hammer. So, ich räume mal alles auf. Ich komme sofort. Kassette hier drin. Nein. Natürlich. Nein. Super Silence Phase. Ey, wie geil ist das denn? Tape 2. Was ist das denn? Okay, er wollte es auch nicht mehr. Er hat auch gesagt, raus damit, raus! Ja. Ich sehe schon, du fährst.
fährst, so streichelnd damit schon rum. Natürlich, ach du Mann. Weißt du, der ist ja aufgepolstert. Auch mal anfassen hier. Aufgepolstert. Mhm. Und das war echt Schnäppchen. Echt? Ein Schnäppchen? Ja. Was ist? Weiß ich nicht. Das Lenkrad hast du ja verschlungen fast hier. Haha, darf man auch nichts anfassen hier bei dir oder wie? Alter, hörst du das? Was denn? Wie es wackelt. Ich mag das voll. Ich will, lass mich los. Das ist wie so ein Tier, der losgerissen ist, sich losreißen möchte, oder? Ja. Okay, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kauft es bloß, die wissen noch drin. Ciao. Dankeschön, Eidolf. Bitteschön. Hey. Okay.